Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Geht es um den Mord an einer US-Soldatin. Und zwar der 20-jährigen Vanessa Guillen. Diese ereignete sich am 22. April 2020 in einer Waffenkammer in Fort Hood, Texas. Als sie von einem anderen Soldaten, Aaron David Robinson, zu Tode geprügelt wurde. Vanessa wurde seit über 2 Monaten vermisst, als einige ihrer zerstückelten Überreste am 30. Juni am Leon River vergraben gefunden wurden. Als Aaron Robinson von der Entdeckung erfuhr, floh er aus Fort Hood und erschoss sich selbst, als die Strafverfolgungsbehörden versuchten, ihn im nahegelegenen Killeen, Texas, festzunehmen. Cecilia Aguilar, eine ortsansässige Frau, die von den Behörden als Robinsons Freundin identifiziert wurde, wurde in Gewahrsam genommen, denn sie soll ihm geholfen haben, die Leiche von Vanessa zu zerstückeln und zu vergraben. Am 2. Juli 2020 wurde Aguilar wegen Verschwörung zur Fälschung von Beweismitteln angeklagt. Am 13. Juli 2021 wurde sie von einer Bundesjury in 11 Punkten angeklagt. Und am 29. November 2022 bekannte sie sich der Beihilfe zum Mord nach der Tat und der dreimaligen Falschaussage schuldig. Am 14. August 2023 wurde sie wegen ihrer Rolle bei der Vertuschung des Mordes zu einer Höchststrafe von 30 Jahren verurteilt. Also ich muss es nur mal kurz hier einwerfen. Hier ging es um Vertuschung einer Straftat, also bei der Beseitigung der Leiche geholfen. 30 Jahre. In Deutschland Mord lebenslang, 15 Jahre im Normalfall, also 15 Jahre nach denen bist du im Normalfall wieder draußen. Also es ist einfach diese Diskrepanz hier. Ich sag gleich mal am Ende des Videos nochmal was dazu. Das Opfer Vanessa stammte aus Houston, Texas. Sie wurde am 30. September 1999 im Ben Taub Krankenhaus in Houston als Tochter von Rogelio und Gloria Guillen geboren, die aus dem mexikanischen Bundesstaat Zacatecas stammen. Sie hatte 5 Geschwister. Vanessa besuchte die Hartman Middle School und schloss nach Angaben ihrer Familie die Cesar E. Chavez High School im Jahr 2018 als eine der besten 15% ihrer Klasse ab. Sie spielte Fußball, joggte gerne und hatte Spaß am Sport und am Lernen. Sie trat im Juni 2018 in die United States Army ein und wurde als 91F Small Arms und Artillery Repairer ausgebildet. Vanessa wurde am 1. Juli 2020 posthum vom Private First Class in den Rang eines Specialists befördert. Der Täter, Aaron David Robinson, stammte aus Calumet City, Illinois, einem südlichen Vorort von Chicago. Er trat im Oktober 2017 in die US Army ein und wurde als 12B Combat Engineer ausgebildet. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte er den Rang eines E4 Specialisten inne. Cecilia Ann Aguilar, 22, von den Behörden als Freundin von Robinson und entfremdete Ehefrau eines anderen Soldaten beschrieben. Vanessa war in Fort Hood stationiert, einer Einrichtung der US Army in Bell County, Texas. Die etwa 340 Quadratmeilen, das sind ungefähr 880 Quadratkilometer groß ist, und Heimat des 3. Korps und der 1st Cavalry Division ist. Sie wurde zuletzt am 22. April 2020 gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz ihrer Einheit, dem Regimental Engineer Squadron Headquarters the 3rd Cavalry Regiment, gesehen. Ihre Autoschlüssel, ihr Personalausweis, ihre Bankkarte und ihr Kasernenschlüssel wurden in der Waffenkammer gefunden, in der sie arbeitete. Vanessas Familie war der Meinung, dass sie unter merkwürdigen Umständen verschwand. Der Fall wurde unter der Zuständigkeit des US Army Criminal Investigation Command und dem Federal Bureau of Investigation, also FBI, untersucht. Wobei die örtlichen Strafverfolgungsbehörden in Bell County, Killen und Belton, das Texas Parks and Wildlife Department, der United States Marshal Service Einheiten, darunter das 3CR, begannen innerhalb von 2 Wochen nach ihrem Verschwinden mit der Suche in der Gegend. Bevor Vanessa verschwand, hatte sie ihrer Familie erzählt, dass sie von einem ungenannten Feldwebel in Fort Hood sexuell belästigt wurde und dass die Beschwerden anderer Soldatinnen gegen den Feldwebel abgewiesen worden waren.
Vanessas Mutter riet ihr, die Angelegenheit zu melden, aber sie antwortete, dass sie selbst etwas dagegen unternehmen könne, weil sie befürchtete, dass ihre Mutter wegen einer Anzeige verletzt werden könnte. Anfang Juni erklärte Vanessas Mutter gegenüber Reportern, dass sie der Handhabung der Ermittlungen durch die Army nicht traue. Und ihre Anwältin Natalie Kawam sagte, sie glaube, dass die Familie im Dunkeln gelassen werde, weil nur wenige Details über das Verschwinden veröffentlicht worden seien. Am 13. Juni 2020 versammelten sich hunderte von Menschen vor den Toren von Fort Hood, um gegen die nach Ansicht der Organisatoren fehlenden Informationen zu dem Fall zu protestieren. Die Kripo berichtete, dass sie keine Beweise dafür gefunden habe, dass Vanessa angegriffen worden sei, sagte aber, dass die Ermittler davon ausgingen, dass sie eventuell nicht freiwillig verschwunden ist. Am 17. Juni setzte die League of United Latin American Citizens eine Belohnung in Höhe von $25.000 zusätzlich zu den $25.000 aus, die die Army für die Suche nach Vanessa ausgesetzt hatte. Am 23. Juni traf sich die Kongressabgeordnete Sylvia Garcia, in deren Bezirk Vanessas Familie wohnte, mit Beamten von Fort Hood zusammen, um über die laufende Suche zu sprechen. Die Behörden gaben an, dass mehr als 300 Befragungen und über 10.000 Stunden für die Untersuchung von Vanessas Verschwinden aufgewendet wurden. Am 27. Juli 2020 wurde Vanessas Mutter, die zuvor wegen illegaler Einwanderung inhaftiert worden war, vom US-Ministerium für Heimatschutz mit Hilfe von Garcia und dem Einwanderungsanwalt Luis Gomez Alfaro auf Bewährung freigelassen. Also, die Tochter ist bei der Army, ist verschwunden und die Mutter wird dann wegen illegaler Einwanderung inhaftiert. Also auch ein sehr merkwürdiges Gebaren der Behörden. Am 30. Juni 2020 wurden Ermittler der Army hinzugezogen, als Bauarbeiter entlang des Leon River in Belton teilweise menschliche Überreste entdeckten. Das Gebiet war bereits am 20. Juni von Texas Rangers, Kriminalbeamten und Leichenspürhunden untersucht worden, nachdem in der Nähe ein Brandhügel entdeckt worden war. Die Ermittler vermuteten, dass die Überreste, die zuvor unter Beton begraben waren, von wilden Tieren ausgegraben wurden. Tim Miller, Direktor von Texas Ick Research, erklärte, dass es sich um die ausgeklügelte Grabstätte handelte, die er je gesehen hatte. Später am Abend gegen 20.30 Uhr befragten die Behörden erneut Cecilia Ann Aguilar, eine ortsansässige Frau, die die entfremdete Ehefrau eines Soldaten in Fort Hood war. Sie war Berichten zufolge die Freundin von Aaron David Robinson, einem Soldaten im Rang eines Spezialisten, von dem bekannt war, dass er Vanessa am Tag ihres Verschwindens als einer der Letzten gesehen hatte und zuvor von den Ermittlern befragt worden war. Aguilar sagte der Polizei, dass Robinson ihr gestanden habe, dass er eine Soldatin in Fort Hood getötet habe. Auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden führte Aguilar einen kontrollierten Telefonanruf bei Robinson durch. Der sagte, Baby, Sie haben Teile gefunden, und schickte Robinson mehrere SMS mit Nachrichtenartikeln, worauf dieser nie etwas leugnete. Laut einer beim Western District Court of Texas eingereichten Strafanzeige soll Aguilar Robinson am 22. April 2020 geholfen haben, Vanessas Leiche zu zerstückeln und zu entsorgen, nachdem Robinson ihr erzählt hatte, er habe Vanessa in der Waffenkammer mit einem Hammer erschlagen. Am Abend des 30. Juni entkam Robinson dem Gewahrsam eines unbewaffneten Wachmanns seiner Einheit und floh aus Fort Hood, nachdem er von der Entdeckung der Leiche erfahren hatte. Er war von seiner Einheit auf Ersuchen eines CID-Agenten unter dem Vorwand festgenommen worden, gegen die Covid-19-Quarantänebestimmung verstoßen zu haben. In frühen Morgenstunden des 1. Juni fand die Polizei von Killeen Robinson und versuchte mit ihm Kontakt aufzunehmen, der jedoch eine Pistole hervorholte und sich selbst tötete, bevor er festgenommen werden konnte. Aguilar wurde von Texas Rangers verhaftet und im Bell County Gefängnis festgehalten. Am 2. Juli teilten Beamte des Bell County mit, dass Aguilar in Bundeshaft genommen wurde, da sie von der Staatsanwaltschaft des westlichen Bezirks von Texas wegen Verschwörung zur Manipulation von Beweismitteln in einem Fall angeklagt wurde. Die stellvertretenden Staatsanwälte Mark Frazier und Greg Glove verfolgten den Fall im Namen der Bundesregierung.
Am 24. Mai veröffentlichte das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit einen Bericht, in dem es heißt, Aguilar erklärte später, warum Robinson Vanessa tötete und sagte, Vanessa habe Robinsons Handysperrbildschirm gesehen, auf dem ein Bild von Aguilar zu sehen war. Robinson sagte ihr, er habe sich Sorgen gemacht, dass er Ärger bekommen könnte, weil er gegen die Verbrüderungsregeln in der Army verstoßen hatte, da Aguilar noch mit einem anderen Soldaten verheiratet war. Und er schlug Vanessa mit einem Hammer auf den Kopf. Und dann gibt es hier noch eine Timeline von dem Zeitpunkt, dem Vanessa ermordet wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihre sterblichen Überreste gefunden wurden. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wird Vanessa in einer Waffenkammer von Robinson am 22. April 2020 mit einem Hammer ermordet und der dann mit einem Koffer ihre Leiche aus Fort Hood abtransportiert und mit Hilfe von Aguilar die Überreste zerstückelt, bevor er sie am Leon River vergräbt. Einen Tag später. Die Kripo wird von einem Offizier des 3CR Provost Marshall informiert, dass der damalige PFC Gillen als vermisst gemeldet wurde, also Vanessa. Am 24. April, die CID gibt eine Vermisstmeldung für Vanessa heraus. Die Militärpolizei von Fort Hood gibt einen Verhandlungsaufruf an die umliegenden Strafverfolgungsbehörden heraus. Militärpersonal sowie Zivil- und Militärpolizei beginnen mit der Suche. Am 26. April, nach der Aufzeichnung von Handydaten durch die Strafverfolgungsbehörden, kehren Robinson und Aguilar zum Leon River zurück und zerlegen die Überreste von Vanessa weiter. Am 28. April befragt die Kripo Robinson zum ersten Mal. Am 30. April, der Harris-Minister Ryan D. McCarthy gab in der COVID-19-Pressekonferenz die folgende Erklärung ab. Ich möchte heute Morgen zunächst über eine vermisste Soldatin, Private First Class Vanessa Gillen, sprechen, in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam wird und sie bei ihrer Suche unterstützt. Private First Class Gillen wurde am 22. April in Fort Hood, Texas, vermisst. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden wird die Army weiterhin intensiv nach ihr suchen. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und wir werden nicht aufhören, nach ihr zu suchen, bis wir sie finden. Am 18. Mai werden zwei Zeugen befragt, die Robinson dabei beobachtet haben, wie er außerhalb des Waffenlagers mit einer harten Kiste kämpfte. Am 19. Mai stimmt Robinson einer Durchsuchung seines Mobiltelefons durch die Strafverfolgungsbehörden und einem Universal Forensic Extraction Device Product zu. Am 19. Juni, Aguilar wird zum ersten Mal befragt. Am 21. Juni werden Handydaten von Robinson und Aguilar die Strafverfolgungsbehörden zu einem Gebiet in der Nähe des Leon River führen. Beamte der Strafverfolgungsbehörden finden den verbrannten Deckel eines Pelikan-Transportkoffers, finden aber keine Leiche. Jackie Speier und andere Kongressabgeordnete fordern Gerechtigkeit für Vanessa im Juli 2020. Am 30. Juni gegen 13 Uhr entdecken dann eben Bauarbeiter, die an einem Zaun in der Nähe des Leon River arbeiten, menschliche Überreste, die sich später als die von Vanessa herausstellen, und informieren die Polizei. Die Kripo und Partnerbehörden entdecken die menschlichen Überreste. Gegen 20.30 Uhr wird Aguilar erneut befragt und sie erzählte den Strafverfolgungsbehörden von der Tötung. Robinson floh aus Fort Hood. Am 1. Juli in den frühen Morgenstunden kurz nach Mitternacht tötet sich Robinson selbst, als er von den Strafverfolgungsbehörden in Killeen, Texas angesprochen wird. Am 2. Juli, das FBI reicht formell eine Strafanzeige gegen Aguilar ein. Fort Hood und CID halten eine Pressekonferenz ab. Am 5. Juli wird bestätigt, dass es sich bei den Überresten um Vanessa handelt. Am 10. Juli, der US-Heeresminister Ryan D. McCarthy kündigt an, dass er eine vollständige unabhängige Untersuchung des Falles anordnen werde. Am 30. Juli 2020, die Familie von Vanessa trifft sich mit Präsident Donald Trump, der der Familie gegenüber betont, dass der Fall vollständig und unabhängig untersucht wird.
Danach wird Cecily Aguilar von einer Bundesjury in 11 Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Tod von Vanessa angeklagt. Am 29. November 2022, Aguilar, 24 Jahre alt, bekennt sich vor einem Bundesgericht in Waco, Texas, in einem Fall der Beihilfe zum Mord nach der Tat und in 3 Fällen der Falschaussage für schuldig, so die US-Staatsanwaltschaft. Und am 8. Dezember 2022, im Anschluss an die unabhängige Untersuchung, gab McCarthy in einer Pressekonferenz des Pentagon bekannt, dass 14 hochrangige Offiziere von der Korps bis zur Truppenebene wegen Führungsfehlern diszipliniert worden seien. Diese Untersuchung hatte ergeben, dass in Fort Hood ein freizügiges Umfeld für sexuelle Übergriffe und sexuelle Belästigung herrschte. Zu den von McCarthy disziplinierten Personen gehörten auch Generalmajor Scott L. Effland, Oberst Ralph Overland und Command Sergeant Major Bradley Knapp. Die Armee suspendierte Generalmajor Jeffrey Broadwater und Command Sergeant Major Thomas C. Kenny, bis das Ergebnis einer neuen Untersuchung des Kommandoklimas und des Programms der 1st Cavalry Division zur Verhinderung und Reaktion auf sexuelle Belästigung und Übergriffe vorliegt. Es wurden auch Disziplinarmaßnahmen gegen Soldaten und Führungskräfte unterhalb der Brigadeebene ergriffen. Aber die Armee veröffentlicht grundsätzlich nicht die Namen der Kommandeure und Führungskräfte auf Bataillonsebene und darunter, gegen die Verwaltungsmaßnahmen ergriffen wurden. Broadwater erhielt nach einer Untersuchung des Kommandoklimas der 1. Kavalleriedivision keine disziplinarischen Maßnahmen und übergab das Kommando der Division im Juli 2021 an Generalmajor John B. Richardson. Broadwater wurde daraufhin als stellvertretender Kommandeur des V-Corps in Fort Knox, Kentucky, eingesetzt. Am 26. Januar unterzeichnete Präsident Joe Biden eine Exekutivverordnung, die sexuelle Belästigung als spezifisches Vergehen im Rahmen des UCMG festschreibt. So, da hatten wir auch schon mal einen Fall, wo es, glaube ich, um sexuelle Belästigung und auch, glaube ich, auch um einen Mord bei der US Army ging. Was ich aber noch einem sagen wollte, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass eben für die Beseitigung einer Leiche die Frau 30 Jahre bekommen hat und man in Deutschland eben lebenslang für Mord bekommt und man sehr oft nach 15 Jahren wieder draußen ist. Das ist ja die Mindesthaftzeit, glaube ich. Allerdings muss man sich das ganze System in den USA auch einmal angucken. Ja, es gibt dort hohe Strafen. Allerdings finde ich insgesamt dieses System, so wie es in den USA läuft, auch nicht ganz so prickelnd. Ich schneide mal ganz kurz an, worum es mir da geht. Und zwar, wenn dort Leute einer Straftat verdächtigt werden und in Haft genommen werden, ist es leider auch oft so, dass es dann eben Verdächtige gibt, die sich keinen vernünftigen Anwalt leisten können. So, denen wird dann zum Beispiel eine Straftat vorgeworfen und es wird ihnen gesagt, so, wenn du verurteilt wirst, wonach es aussieht, weil du ja keinen vernünftigen Anwalt hast, kommst du 30 Jahre in den Knast. Gibt aber eine Alternative. Du gibst es zu, dass du es warst und dann bekommst du 8 Jahre zum Beispiel. Oder jemand soll 10 Jahre bekommen, der sitzt aber schon 2 Jahre in Haft und wartet, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind, dass er vor Gericht kommt und man sagt zu ihm, weißt du was? Du unterschreibst uns jetzt hier, dass du es warst und dann ist deine Haft mit diesen 2 Jahren abgegolten. Und viele Leute oder einige zumindest, die dann eben das entsprechende Geld für eine entsprechende Verteidigung nicht haben oder auch eben das Geld für eine Kaution nicht haben und auch nicht auftreiben können, unterschreiben dann so etwas. Allerdings ist das eine Geschichte, die ich nicht besonders gut finde. Denn die Leute denken dann, ja, jetzt ist erstmal wieder alles gut. Aber wenn sie so etwas unterschrieben haben, haben sie später in ihrem Leben richtig massive Probleme. Wenn ihr wollt, können wir ja mal ein bisschen darauf eingehen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch
Informationen dazu, weiß ein bisschen mehr über das Strafrechts- und das Haftsystem in den USA. Ich denke mal, das wäre mal ganz interessant, vielleicht auch, dass man mal die Strafen gegenüberstellt. Was gibt es in Deutschland für eine Strafe, was gibt es in den USA für eine Strafe? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!